Permakultur bedeutet, dass wir für unsere menschlichen Systeme uns die Natur zum Vorbild nehmen. Unter Permakultur versteht man ein Gestaltungsprinzip, nach dem man eben menschliche oder auch landwirtschaftliche Systeme gestalten kann. Denn die Natur zeigt uns im Grunde, wie es geht. Ohne Input von außen, ohne Abfall zu produzieren, ist die Natur über Jahrhunderte, Jahrzehnte stabil und hochproduktiv. Der Begriff der Permakultur wurde in den 70er Jahren von den beiden Australiern Bill Mollison und David Holmgreen geprägt. Permakultur an sich ist aber was eigentlich schon seit vielen Jahrtausenden in der einen oder anderen Form praktiziert wird. Bei der Permakultur gibt es drei ethische Grundprinzipien, die sozusagen die Basis sind für alles Weitere. Earthcare ist Sorge für die Erde. Wir müssen immer das Wohl der Erde im Blick haben bei all unseren Projekten. Peoplecare, also die Sorge um den Menschen, aber auch um die ganze Menschheit. Und Fair Share, die gerechte Verteilung von Überschüssen und die Begrenzung von unseren Verbrauchen. Das Prinzip der Permakultur lässt sich eigentlich auf ganz viele gesellschaftliche Bereiche anwenden, beispielsweise auf Familie, auf Schule, auf Betriebe und Unternehmen. Auf die Politik, auf die Wirtschaft übertragen. Aber auch die Landwirtschaft natürlich zu planen und das eben permakulturell zu denken. Permakultur bedeutet für den Anbau von Lebensmitteln, dass wir auf sehr kleinem Raum versuchen, sehr viel zu erwirtschaften. Im Permakulturgarten versuchen wir, die Grundstruktur mit Obstbäumen und Nussbäumen zu schaffen. Dazwischen stehen Beerensträucher und zwischen diesen werden dann Obst und Gemüse möglichst in Mischkultur angebaut. Das bedeutet auch, dass wir eine große Artenvielfalt und auch Sortenvielfalt im Garten haben wollen und dass diese Arten und Sorten vielfältig miteinander verknüpft sind. Denn wo Biodiversität ist, da ist immer ein ausgewogenes Nützling-Schädlingsverhältnis und das bedeutet einen hohen Ertrag. Die Basis für einen Permakulturanbau ist immer der Boden, ein vielfältiges Bodenleben. Das bedeutet zum einen, dass gemulcht wird, damit immer regelmäßig organisches Material auch wieder in den Boden eingespeist wird. Und zum anderen aber auch, dass man nicht so viel umgräbt. Das hat den Zweck, dass man das Bodenleben in Ruhe lässt und den Regenwürmern so ihre Spielwiese lässt. Wir mulchen, weil somit ein schönes Mikroklima im Beet entsteht. Die Feuchtigkeit wird besser gespeichert. Ja, die Erde wird einfach bedeckt und somit fühlen sich die Kleinstlebewesen in der Erde auch viel wohler. Beim Umgraben in der konventionellen Landwirtschaft wird das Unterste nach oben gekehrt und es ist ja ganz klar, dass sich da das Bodenleben nicht mehr richtig wohlfühlt und durcheinander kommt und viel abstirbt. Und in der konventionellen Landwirtschaft, da wird vorwiegend mineralisch gedüngt und das bedeutet eigentlich, dass die Mikroorganismen nichts mehr zu tun haben. Die Pflanze wird zwar ernährt, aber letztlich schafft es einen ausgelaugten Boden, der komplett tot ist. Es ist ganz entscheidend, dass im Boden so viele Lebewesen wie möglich mit den Pflanzen interagieren und die Pflanzen werden über den Boden ernährt. Der Planungsprozess ist beim Permakulturgarten von ganz zentraler Bedeutung. Man schaut, wie sind die Verhältnisse, wo ist Lichteinstrahlung, wo sind feuchte Stellen, kalte Stellen, was ist schon vorhanden. Wir gucken uns die Pflanzen an, die dort wachsen. Anhand der Pflanzen kann man schon sehr viele Rückschlüsse auf Boden, Wasser, Nährstoffe und so weiter ziehen. Wie ist der Sonneneinfall? Wie stehen die Winde und wie ist der Boden beschaffen? Also der permakulturelle Plan in einem Garten ist schon ein richtiger Designprozess. Das Tolle an der Permakultur ist, dass die im Gegensatz zur konventionellen Landwirtschaft total produktiv ist, weil man nämlich auf 1000 Quadratmeter Permakulturfläche genauso viel erwirtschaften kann wie auf einem Hektar konventioneller Landwirtschaftsfläche. Permakultur eignet sich besonders gut für städtische Landwirtschaft, weil in der Stadt oft nur relativ kleine Flächen zur Verfügung stehen und man auf diesen Flächen dann trotzdem schon sehr viel erwirtschaften kann und bietet die Möglichkeit, die Menschheit zu ernähren, auf einer geringeren Fläche, als es im Moment der Fall ist.